The butcher who commanded the castle kitchens fed the corpses of the dead to the ghouls. The efficiency of the queen's household is formidable indeed. The vampires drain the blood, and the ghouls feed on the remains. Nothing is left. Using his powers is making Gabriel far stronger than I anticipated. He will need more than physical prowess when he faces her. She can put a glamour upon his heart that will tempt him to forget everything he knows, even his beloved. She holds the next piece of the mask, and I fear that he will fall at the last. Ein schaurig schöner Ausblick. Tja, unsere Reise durch das Schloss der Vampire scheint noch eine Weile weiterzugehen, nicht wahr? Oh, und unsere Freunde sind auch sofort wieder da. Guten Tag! Es war doch gerade noch so friedlich. Warum müsst ihr eigentlich sofort wieder ankommen und Ärger machen? Das sind auch so diese Arschlochkinder, die ihr auf dem Spielplatz immer findet, die andere immer zum Heulen bringen, ne? Die sofort ankommen und Ärger machen müssen. Einfach nur, weil sie sehen, dass sie vermeintliche Opfer vor sich haben. Ja, und jetzt weine ich zum Beispiel. Das war nicht nett. Mutti, mach was. Die haben mich gehauen. Na gut, lass uns nochmal auf einen zweiten Versuch ankommen. Ich habe gerade zugegebenermaßen auch überhaupt nicht auf mein Leben geachtet. Und das ist immer eine schlechte Idee bei Castlevania. Wenn man ein bisschen auf sein Leben achtet, macht das extrem viel aus im Vergleich zu nicht aufs Leben achten. Beziehungsweise in Kämpfen, in denen man total abkackt, kann man im nächsten Moment wieder ohne jegliche Probleme durchkommen, habe ich schon festgestellt. Also das ist echt erstaunlich, was für ein Unterschied das manchmal machen kann. So, nehmen wir uns erstmal den hier vor. Ja, und dann bist du ganz alleine, nicht wahr? Fühlt sich scheiße an, oder? Wenn man keine Freunde mehr im Rücken hat, die mit einem zusammenprügeln. Tja, und dann liegt man schnell im Staub. Okay. Endlich wieder Ruhe. Peace at last. Lass uns weiterziehen. Oh Gott, hier sieht's aus, als ob man in einen tiefen, kalten Tod stürzen könnte. Ich will ja nicht sein, ganz ehrlich. Ich will ja nicht sein. Komme ich denn irgendwie darüber? Gabriel, kannst du vielleicht einfach darüber springen? Das wäre so geil von dir. Nein, natürlich nicht. Er muss es auf irgendeinem umständlichen Weg wahrscheinlich wieder machen. Okay, wir schauen uns mal hier oben kurz. Gibt es hier irgendwas? Nein, ich kann mich ja auch gar nicht bewegen. Nee, hier ist nichts. Okay, ich gehe. Bis bald. Have fun. Ich gehe da erstmal hier kurz runter. Und versuch's einfach mal mit Klettern. Ich glaube, da kommen wir auch zu der Leiche, die ich gerade haben wollte. Sehr gut, sehr gut. Ja, vorzüglich. Die Leiche, an die er auch einfach hätte rankommen können, indem er diesen halben Meter von dem Balken herübergesprungen wäre. Ich schätze mal, nach unten gibt's nichts, oder? Na gut, dann können wir uns ja jetzt mal in den Kampf stürzen, der uns gerade eben schon so freundlichst angeboten wurde. Den ich dann doch aber einfach mal ausgeschlagen habe. Wer wollte uns denn da die Aufwartung machen? Zeig mal an. Oh, das sind wieder solche Gespenster. Wie wir sie schon mal im Hexenturm hier, im Turm der Krähenhexe hatten. Deren Schwierigkeit angeblich so hoch sein soll. Was ich damals nicht so wirklich bezeugen konnte. Oh, wie gemein. Hat er mich einmal getroffen. Oh, ja, ich sollte ab und zu ausweichen. So, stimmt. Ist doch recht einfach. Okay, der war nicht nett, das gebe ich zu.
sind halt schon ziemlich flinke und mobile Motherfucker, ne? Okay, wenn man gegen mehrere auf einmal kämpft, dann könnte es schon interessanter werden. Ah. Was? Sauerei! Oh, der bleibt dabei, der macht mehrere von diesen Angriffen. Was geht denn mit dir ab, Kollege? Hör mal auf mit deinem Blitzdingsschwert hier. Okay, Nummer 2 ist dann auch vorbei. Auf zum dritten. Okay. Ah, komm! Das ist unfair! Gut, dass der getroffen hat. Kommt mir das nur so vor, das sind die ein bisschen an die Nazgul angelehnt. Also abgesehen davon, dass die fliegen können und ziemliche Muschis sind. Aber ansonsten wirken die doch schon sehr Nazgul-esk auf mich. Aber ich kann leider nichts einsammeln von dem Graben, den er mir hier hat fallen lassen. Schade eigentlich. So, gut, Leben sieht jetzt nicht mehr so schön aus, das gebe ich zu. Aber abgesehen davon, dass es mich viel Leben gekostet hat, fand ich den Kampf jetzt nicht so ultra schwer. Ich meine, ich habe ihn auch ziemlich auf die leichte Schulter genommen, was dazu geführt hat, dass ich eben nur noch so wenig Leben habe. Aber da fand ich die Kämpfe gegen die hohen Lykantropen noch immer... Ja, immer ein bisschen schlimmer, muss ich sagen. Okay, wir brauchen mal wieder irgendwas, das ich wahrscheinlich nicht habe. Nein, irgendeinen Schlüssel. Ich schätze mal, dann werden wir bestimmt hier drüben ins Dach reinmarschieren müssen. Aber erstmal ist wieder ein bisschen Lesezeit. Ich habe versucht, mir einen Überblick über die Größe der Burg zu verschaffen. Sie ist wahrlich riesig. Der dunkle Fürst, der hier herrscht, ist gut geschützt. Und ich fürchte, dass keiner aus der Bruderschaft je nahe genug an ihn herankommen wird, um ihn herauszufordern. Es ist kalt hier. Und der Wind geht einem durch Mark und Bein. Ich kann von Glück sagen, dass man mich bislang nicht entdeckt hat. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch so bleiben wird. Nun, bis zu diesem Dach. Okay, lass mal kurz hier reinmarschieren. Insofern das irgendwie geht. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. Okay, es sah eigentlich irgendwie so einladend aus, als ob man da reinhüpfen könnte. Dann werden wir uns wahrscheinlich irgendeinen anderen Weg suchen müssen. Pick deine Statue! Gut, wo geht's denn hier weiter? Es sieht doch so voll danach aus, als ob man da rein müsste, oder? Hm, naja. Oh, hier drüben geht's lang. Siehst du mal. Weiter nach... rechts? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Hat funktioniert. Wunderschön. Okay, wir starten dann also eine Etage weiter unten. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Oh, ich glaube, wir kommen gleich wieder sehr, sehr viele sehr unfreundliche Skelette vorbei. Lass uns doch erstmal diesen Freund hier überprüfen. Oh! Gut, das war gerade sehr knapp mit dem Stein, den ich da aufgesammelt habe. Und wahrscheinlich auch ziemlich unnötig. Denn dadurch, dass ich gestorben bin, muss ich ihn sowieso nochmal einsammeln. Auf zur nächsten Runde. Nein! Oh Leute, der Speicherpunkt ist echt shitty gesetzt. Der ist richtig scheiße gesetzt, der Speicherpunkt. Aber richtig scheiße. Und wenn das mit dem Ausweichen besser klappen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich auch etwas unbescholtener rauskommen aus dem Kampf. Ihr wollt mich gerade leiden sehen, was? Na gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mich wieder zum Skelettraum vorgearbeitet habe. Bis gleich! Und da sind wir wieder. Es hat jetzt gerade ein bisschen gedauert bei mir, weil ich doch ein paar Versuche brauchte, um diese blöden Viecher mit den Schwertern nochmal vernünftig zu besiegen. Ich habe festgestellt, es kommt doch extrem drauf an, was sie denen für eine KI verpassen. Also manchmal sind sie doch ziemlich zögerlich und zaghaft und nicht so schlimm.
Und manchmal sind die so unglaublich aggressiv, dass man echt unglaublich zu tun hat gegen die. Und das war jetzt gerade ein paar Mal der Fall gewesen. Ah, komm, den hätte ich fast noch erwischt. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich den gleich am Anfang jetzt erwischt hätte. Aber hat leider nicht sollen sein. Nee, das war gerade echt unangenehm mit den, mit diesen, ich nenne sie mal Nazgul, weil sie einfach auch so aussehen. Ja, das, weil sie einfach gerade diesen hässlichen Stich, den die machen, ne? Diese, ich sag mal, diese Riposte. Also Riposte ist ja eigentlich, du wehrst ab und kommst dann sofort mit einem Konterangriff. Ja, das haben sie gerade richtig oft gemacht. Also in dem Fall ist es ja hier eigentlich eher, dass sie ausweichen und dann mit ihrem geisterhaften Antlitz, mit ihrem Bewegungsmechanismus um dich herumfliegen und dir von hinten in den Rücken stechen. Und genau das haben sie gerade praktiziert. Ja, auf jeden Fall haben wir den Schlüssel erobert, wunderschön. Ja, und das war gerade unglaublich nervig, muss ich sagen. Und hat mich doch einige Versuche gerade gekostet. Aber jetzt haben wir es ja zum Glück endlich geschafft. Ernsthaft, den kann ich nicht einreißen? Na gut, warum nicht? Was ich mich gerade frage ist, komme ich irgendwie hier drüben hin? Denn da drüben habe ich doch was blitzen... Oh Gott. Was blitzen sehen, nicht wahr? Wahrscheinlicherweise müsste ich irgendwie... Jetzt runter? Ja, tatsächlich. Okay, neue Runde, neues Glück. Wieder gegen solche Geister. Wunderschön. Das freut mich doch sehr. Weil mir der Kampf gerade so viel Spaß gemacht hat mit denen. Ja, hoffentlich bloß einer. Hoffentlich bloß einer von denen. Komm, ich gehe jetzt gleich richtig auf die Pelle hier. Und dann machen wir einen ganz kurzen Prozess, hä? Was hältst du davon, Kollege? Ah, siehste, geht auch. Sehr schön, sehr schön. So wünsche ich mir das. Warum nicht immer so? Oh, Leben. Ein Traum. Endlich wieder Leben. Und dazu noch ein kleines Goodie. Nein, es ist nur eine Schriftrolle. Natürlich. In dieser Burg haben einst schreckliche Experimente stattgefunden. Die Leute erzählen sich von Uhrwerkmechanismen, die sich aus irgendeinem Grund immer weiter drehen und von seltsamen Apparaten, die durch die dunklen Gänge streifen. Es schlagen hier oft Blitze ein. Ist es etwa das, was diesen Dingern Leben eingehaucht hat? Ist die Burg etwa ein riesiger Blitzableiter für die enormen Mengen an Energie, die nötig sind, um diese unheiligen Abscheulichkeiten wiederzuerwecken und die Experimente durchzuführen, in denen sie geschaffen wurden? Erinnert mich so ein bisschen an die Burg von Dracula in Van Helsing. Aber nur so ein bisschen. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Na gut, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal wieder irgendwie nach oben. Ah, sehr gut. War gar nicht so schwer. Und wir können endlich hier von durch. Ist das nicht schön? Auf zu weiteren Abscheulichkeiten. Die Kämpfe werden echt ungemütlicher, muss ich feststellen. Kann ja nur großartig werden im weiteren Verlauf. Okay, ihr seht ziemlich zugeramscht aus. Ihr solltet mal wieder jemand aufräumen. Und vor allem ziemlich creepy, wenn ich mir die Puppen hier angucke. Alter, was ist das denn? Ein Rätsel ist das, siehst du mal. Auf dieser seltsamen Maschine steht an der Seite etwas geschrieben. Nicht länger soll es sich zeigen in rotem Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter, der Königin. Um zu ihrem Thron zu gelangen, färbe alle Angeln grün. Okay. Welche Angeln? Lass mal schauen. Kann ich... Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich diese Puppen vielleicht zerstören? Die sind etwas creepy. Ich muss mal ganz kurz rein aus Prinzip schon hier aufräumen. Okay, nicht alle können zerstört werden. Kann es sein, dass das das alte Spielzimmer von der kleinen Vampirin ist, von der Laura? So, haben wir schon den dritten Schattenmagiestein wieder. Warum muss die Laura heißen? Laura ist auf meiner
möglichen Liste für eventuelle Mädchennamen, wenn ich selbst mal Kinder kriege. Warum muss der Name da jetzt hier mit vorkommen? Mit so einem seltsamen Vampirkind. Sauerei. Echt Sauerei. Okay, zumindest haben wir die creepy Puppen schon mal weg. Das ist ja schon mal was. Abgesehen von der, die hier direkt dran haust. So, jetzt aber. Gut, schauen wir es uns an. Was kann ich machen? Kugel wählen, Kugel fallen lassen, zurücksetzen, Ende. Okay. Wir schauen es uns einfach mal an, was genau hier passiert. Aha. Das ist spannend. Na dann. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal das hier bedienen. So, machen wir die gleich nochmal. Da haben wir die Seite schon mal grün hier. Oh nein, jetzt ist das ja wieder aktiviert. Verdammt. Okay, aber alles kein Problem. Jetzt sind wir wieder im Rennen. So, damit ist die linke Kugel schon mal aus dem Verkehr gezogen. Wechseln wir zur Mitte. Oh shit, jetzt mache ich mir ja alles wieder kaputt. Oh nein. Na klasse, das von wegen linke Kugel und so, ne? Naja. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus erstmal. Wir schauen mal. Also ich glaube, das dürfte jetzt wirklich das linke, das letzte Mal sein, dass wir die linke Kugel betätigen. Jetzt werden wir, genau, die rechte Seite nochmal alles hier anstupsen. Okay, soweit. Gut, das ließ sich jetzt nicht vermeiden. Ah, schlecht. Schlecht. Na gut, lass mal schauen. Wir betätigen jetzt einfach nur die rechte Kugel. Genau, jetzt müsste es erstmal soweit passen, dass wir die Mitte unten wieder grün machen. Okay. Mist. Ah, wie ärgerlich. Jetzt wird das letzte unten wieder... Oh nein. Wobei doch, das ist gut, das ist gut. Genau, jetzt noch einmal die rechte und dann haben wir's. Das war's, wir haben's. Rätsel gelöst. Mehr mit Beharrlichkeit als durch irgendwelches Nachdenken. Aber ist ja egal am Ende. Wen interessiert es denn letztendlich, wie wir es gelöst haben? Hauptsache, es ist dann irgendwann gelöst. So, irgendwie um diesen großen Misthaufen hier herumkommen. Und ich glaube, das war's für das Level, oder? Ja. Der Balkon ist durch. Wir haben sogar alles mitgenommen, was es hier zu holen gab. Wunderschön. Und ich würde sagen, wir geben mal wieder ein paar Geldstückchen aus für neue Kräfte. Oder zumindest für eine neue Kraft. In dem Falle wahrscheinlicherweise das Heilige Kreuz. Wenn die Lichtmagie aktiv ist, lässt diese Kombo Leuchtentelle Strahlen aus Lichtenergie aus deinem Kampfkreuz schießen. Der grelle Schein dieses Blitzgewitters kann Gegner blenden und verletzen. Allerdings kannst du dich nicht vom Fleck rühren, wenn du diesen Angriff einsetzt. Also wähle deine Feinde mit Bedacht aus. Okay. Ja, natürlich. Einfach mal erwerben. Gut, einfach der Vollständigkeit halber, damit wir es dann auch haben. Oh, ich sehe schon, hier wird es sehr teure neue Reliktkräfte geben. Gut, aber irgendwann müssen wir sowieso nichts mehr mit unserem Geld anzufangen. Warum also eigentlich auch nicht? Weiter geht's zu uns ins Elektrolabor. Es klingt so voll nach der Burg von Van Helsing.